lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just gonna start at the beginning with the house. Als die nun letzte verbliebene Finch begibt Edith Finch sich auf eine Reise zum alten verlassenen Familienhaus, um dort mehr über ihre eigene Familiengeschichte herauszufinden. Edith verbrachte zwar die ersten 11 Jahre ihres Lebens in diesem Haus, doch eigentlich weiß sie nur wenig über die früheren Bewohner und noch weniger über die vielen schon zur damaligen Zeit verschlossenen Räume. Einzig ein Guckloch gewährte Edith Einblicke in die verschlossenen Räumlichkeiten. Die Finches sind keine gewöhnliche Familie, so sagen Gerüchte, doch kann man sich dessen sicher sein, wenn man das Haus der Finches auch nur von außen betrachtet hätte. Dies ist nämlich kein gewöhnliches Haus, wie man sofort erkennt. Die Residenz der Finches ist vielmehr ein frankensteinsches Etwas. An die einstige Basis wurde nach und nach ohne Sinn für Statik, Ästhetik oder gar Effizienz zusätzliche Räume angebaut. Dieses Gebäude ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels, denn es spiegelt die für die Finches wohl wichtigste Eigenschaft oder besser gesagt Konsequenz dieser wichtigen Eigenschaft wider. Denn die Finches sind laut eigenen Aussagen seit Jahrhunderten verflucht und sterben entsprechend überproportional häufig früh. Wie lebt eine Familie, die weiß, dass das eigene Leben jeden Moment enden könnte? Genießen sie das verkürzte Leben umso intensiver? Verfallen sie in Paranoia und verschließen sich der Welt gegenüber, oder tun sie diesen Aberglauben als genau dies ab? Einige der Finches gingen einen dieser Pfade, andere gingen vollkommen andere. Jeder besaß seine persönliche Art, mit dem Erbe der Finches umzugehen. Aber wie trauern Menschen, für die der Gedanke des Todes quasi Alltag geworden ist? Das Haus der Finches ist im Grunde genommen genau dies, eine Art zu trauern und zu erinnern. Nach dem Ableben eines Familienmitgliedes wird der persönliche Raum des Toten versiegelt, wie er zurückgelassen worden ist. Spielzeuge, Bücher, Kleider, ganz persönliche Dinge wie Briefe und Tagebücher liegen frei zugänglich dort, wo sie lagen, als die Person starb. Die Finches trauern und erinnern, indem sie Zeitkapseln des Geliebten erstellen. Diese Zeitkapseln besitzen einen enormen Detailgrad, mit deren Hilfe man auf die Persönlichkeiten des ehemaligen Bewohners, zumindest zu einem gewissen Grad, schließen kann. Es sind aber auch generell Räume, denen man abkauft, dass in diesen 4 Wänden jemand gelebt hat, der nun nicht mehr ist. Als Edith läuft man also im Verlauf des Spiels das ganze Haus ab, entdeckt dabei diverse Geheimgänge, klickt sich, spielerisch, anspruchslos, aber nie gelangweilt oder gar verloren durch das bunte Wirrwarr dieses vollgestopften Hauses. Das Pacing wird durch die simple, unaufdringliche Spielerführung perfekt eingehalten. Immer wenn ein interessanter Punkt auftaucht, erscheint das gesprochene Wort als fliegender, bewegender, verspielter Text in ungefähr der richtigen Richtung. Der Spieler wird so völlig natürlich durch das Haus gelotst, ohne jedoch das eigene Erforschen zu hemmen. Zusätzlich zu dem Erkunden findet man in jedem persönlichen Raum ein Dokument in Form eines Tagebuches oder eines Briefes, mit dessen Hilfe man die letzten Augenblicke des Finches erleben kann. Diese Rückblenden sind sehr häufig surrealistisch und viele besitzen ein erzählerisches Gimmick, das den Spieler konstant erfrischend zum neuen Erleben einlädt. Diese Präsentationsarten sind für mich die Hauptattraktion von What Remains of Edith Finch, da durch diese die Narrative lebendig und greifbar ist. Das Problem ist nun, dass zwischen den ganzen Erzählungen ein qualitatives Gefälle existiert. Damit ich dies verdeutlichen kann, bespreche ich nun 2 von den vielen Familiengeschichten im Detail, nämlich die von Molly und Walter Finch. In der allerersten uns zugänglichen Geschichte spielen wir die 10-jährige Molly Finch. In ihrer letzten Nacht wurde Molly ohne Essen ins Bett geschickt und entsprechend war sie hungrig und aß und aß. Sie war so hungrig, dass sie sogar ihrer kleinen Rennmaus die trockene Karotte wegmampfte, ihre Zahnpasta runterwürgte und sogar die Beeren an ihrem Fenster verschlang. Als plötzlich ein Vögelchen vor ihrem Fenster auftauchte, denn Molly ebenfalls essen wollte. Bei dem Versuch, das Vögelchen zu greifen, and suddenly I was a cat. Als Katze hüpfen wir von Zweig zu Zweig, der Vogel führt uns. Beim letzten Sprung hingegen I gobbled her up. And suddenly I was an owl. Eine Eule, die elegant durch die Lüfte schwingt, nach ihrer Beute Ausschau hält und diese mit ihrem scharfen Klauen packt. Beim Herunterschlingen der Beute jedoch And suddenly I was a shark. Ein Hai, der einen Berghang gen Meer hinunterfällt und dabei einen Autounfall verursacht. Im Meer sind Robben das Ziel der unbeschreiblichen Fressattacke. Arme, blutende, süße, panische Robben. Doch selbst damit ist Mollys Hunger nicht zu stillen. Es muss etwas
größeres Herr. Now I was a monster and I smelled blood. Als Tentakelmonster pirscht man sich an ahnungslose Menschen heran, frisst sie nach und nach auf. Es schlängelt sich im Abfluss näher an sein nächstes potenzielles Opfer, klettert das Rohr hinauf und befindet sich nun unter Mollys Bett. Vor Hunger knurrend wartet es unter ihrem Bett. Sie hört es zwar nicht, doch sie weiß, dass es weiß, dass sie köstlich schmecken wird. It needs to feed, and we both know I will be delicious. What Remains of Edith Finch weiß ganz klar, dass es ein Spiel ist, also spielt man in der narrativen Erzählung entsprechend ein wenig herum. Dies ist unglaublich erfrischend und im Spiel selbst wird kein Trick zweimal verwendet. Zeitgleich flacht das Interesse nacherleben der abstrusen, surrealen Handlungen nicht sofort ab, da die Geschichte offen endet. Woran starb denn nun Molly genau? Das hat der Zuschauer eigentlich schon gesehen. Es ist eindeutig, er muss sich nur fragen, wann die Phantasmen anfingen. Mollys Geschichte demonstriert wunderbar die großen Stärken von What Remains of Edith Finch. Walters Geschichte hingegen verdeutlicht seine großen Schwächen. Walter lebte traumatisiert nach dem Tod seiner Schwester in einem Bunker. Er ist 53 Jahre alt geworden und lebte 37 Jahre davon im Untergrund aus Angst vor dem Fluch. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive either. Dort lebte er auf kleinstem Raum ein äußerst monotones Leben. So monoton, dass die Konservendose immer gleich geöffnet wird, immer gleich gegessen wird. Walter lebt eine Routine, in der nicht er, sondern nur seine Umwelt sich verändert. Sein Leben ist so monoton, dass selbst das Monster, dargestellt durch ein tägliches Rütteln und Schütteln, zum Alltag geworden ist. Doch wollte er nie dieses Leben. Wenn man aus seinem Bunkerfenster guckt, sieht man ein Gemälde von der Natur und im Raum sind viele Urlaubskarten verteilt. Walter besitzt eine sehr große Sehnsucht nach der Welt und eines Tages, als das Schütteln einmal nicht kam, beschließt Walter auszubrechen und das Leben zu genießen, egal wie lange es noch halten würde. Mit einem Vorschlaghammer schlägt er sich durch eine Wand in die Freiheit und es spielt hoffnungsvoll befreiende Musik. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walters Geschichte ist deutlich weniger stark in der Präsentation. Es wird mit deutlich weniger imposanten stilistischen Mitteln erzählt. Die bedrückende Bunkeratmosphäre wird zwar super rübergebracht, doch verliert diese Geschichte stark an ihrer Wirkung, weil es nichts gibt, das eine Geschichte besonders macht. Auch sieht man hier eine geschlossene Geschichte. Man weiß, was Walter umgebracht hat, man weiß, was das Monster war, das er gespürt hat. Dies wird dem Spieler sehr direkt erzählt. Die Geschichte des paranoiden Preppers ist nicht schlecht, nur nicht besonders erzählt und langweilt nur wegen seiner kurzen Spieldauer von wenigen Minuten nicht. Vergleicht Mollys und Walters Geschichte miteinander in puncto Qualität und lasst euch sagen, dass es noch bessere, stärkere Geschichten gibt als die von Molly, aber auch noch schlechtere als die von Walter. Es ist dieses unglaublich starke Gefälle zwischen den Geschichten, das die größte Schwäche dieser narrativen Erfahrung ist. Die starken Momente verdrängen ganz klar die schwachen, die dann in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Im Verhältnis würde ich sagen, dass ungefähr die Hälfte aller Geschichten wirklich einzigartig und interessant erzählt werden, wie die Geschichte von Molly, während die andere Hälfte halt entsprechend langweilig erzählt werden, wie die Geschichte von Walter. Trotzdem kann ich jedem, der gegenüber dem Thema von What Remains of Edith Finch etwas sensibel ist, dieses Spiel empfehlen. Ich sage hier bewusst Spiel, denn dies ist die größte Leistung dieses narrativen Abenteuers. Es vergisst nie, was es ist, was es erzählen möchte. Und nutzt entsprechend das Medium-Spiel wirklich aus. Und dies tut es in einem Dschungel von narrativen Spielen, die in anderen Medien besser erzählt wären.